Ja, das ist jetzt der Weg vom Restaurant Escher auf die Ebenalp. Im Moment geht es mir noch gut. Es geht da ziemlich steil rauf. Und mal schauen, ob ich es schaffe bis oben. Da sind wir jetzt beim Open Air Wildspitzkilleri. Ist da ein Fels eingebaut. Da ist der Kirchturm. Ich lese das nachher noch mal an im Internet. Ein Haus in der Felswand, was auch immer das bedeutet. Ist das echt ein Pfarrer oder eins in der Lei? Ich weiß nicht, aber den haben wir jetzt geschrieben. Da geht es in die Bärenhöhle. Alles schöne Erdmandli. Die kann man gut im Dunkeln. Ja, so, jetzt geht es steil bergauf. Mach den Kopf. Durch die Höhle. Already? Ja. Ab und zu haben sie Lampen. Aber nicht immer. Wie geht es in die Zehe? Hey. Stuhl zum Schnaufen. Muss ich ja mit dem Hunde. Es ist jetzt 3/4 vom Weg. Da hinten ist jetzt die Bergstation Ebenalp. Ich habe es fast geschafft. Der steile Weg da rauf. Ich
noch die letzten Meter. Ja, liebe Leute, es ist kein Schleck. Es sind zwar nur 20 Minuten angegeben, aber der Stuhl braucht sicher 45 Minuten. Und da hinten oben ist dann die Station. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen Luft tanken für die letzten paar Meter. So, ich habe es geschafft. Klitsche nass, aber einigermaßen überstanden. Der relativ steile Weg vom Restaurant Escher hier auf die Bergstation von Ebenalpbahn. Da hier geht es dann nachher mit dem Bändchen runter. Und da außen ist die Frauhausi. Am Fötterchen runter mit einer Schulkollegin.